Herzlich willkommen zu einem erneuten Reaktionsvideo von mir. Ich habe gerade den Chat gefragt, wenn ihr die YouTube-Zuschauer liebt, liebe Grüße vom Chat und von mir. Ihr seht ganz viele Einsatz, die sind an euch gewidmet, meine süßen YouTube-Zuschauer. Ich hoffe, ihr habt Lust auf ein wunderschönes Reaktionsvideo von mir. Wir haben heute mal wieder was Großes vor, denn wir gehen heute in ein extravagantes, spektakuläres Video. Und zwar waren wir auch schon lange nicht mehr drin, Chat. Gehen wir mal wieder rein in Supercar-Fails. Teure Autos, die kaputt gemacht werden. Guter Content. Lehn dich gern zurück, mein Süßer. Genieß das folgende Video. Lass mich ganz kurz noch meine Kamera einstellen. Hab ich eigentlich schon gesagt, Chat, dass wir wirklich viel Liebe haben für die YouTube-Zuschauer und dass wir euch wirklich supporten, schätzen und mögen? Wow, ihr seid die Besten, okay? Grüße alle YouTube-Abonnenten von diesem Kanal. Wir sind jetzt drin im Video. Lehnt euch zurück, enjoyt. Es geht auch schon los. Oh, zu laut, sorry. Oh ja, geil, geil, geil. Doch, da habe ich Bock drauf, da habe ich Bock drauf. Geil. Einfach Monte gewesen. Welcome back to the brand new video, and in today's action-packed episode, we're not gonna be watching just any idiots. This time we're gonna be watching a lot of videos in supercars. So thank you very much for your amazing support. It really means a lot. And now, with that being said, sit back, relax, and let's dive into this. Let's go. Oh. 27S? Alright. Was zum Fick? Oh! A great start. This is how to quick and easy remove. Jetzt sag nicht der Quatsch die ganze Zeit. Move a bumper from your Lamborghini Huracan. And here we have a McLaren 600L. Der labert jetzt durchgehend. Ich kotz im Strahl. Ich kotz im Strahl. AVCH! Du bist ein Compilation-Kanal! Digga, kein Mensch will dein Gequatsche hören! Es kann doch nicht sein! Okay, wartet, Chat. Wartet. Ich mach einen Cheatcode. No copyright music background. Ja, ja, das geht fit. Okay. Weiter geht's mit dem Video, meine Damen und Herren. Ach, Scheiße, musst du noch muten. Okay, ich weiß nicht, was das für ein Auto ist, aber er fährt auf jeden Fall durch eine große Pfütze durch. Ist nicht gut für den Motor, habe ich mir mal sagen lassen, Chat. Guter Song. Oh! Oh! Ah! Wer macht aber auch hier, wer macht hier aber auch bei nasser Straße ein Rennen, Chat? Was soll denn sowas? Aventador? Der grillt? Der grillt sein eigenes Auto. Oh mein Gott! Das ist aber auch ein Problem, Chat. Das ist auch ein Problem von vielen Aventador. Die sind immer abgebrannt, Chat, richtig? Weil da gab es irgendein Problem mit dem Motor oder so. Habe ich jetzt schon öfter gesehen. Ist wahrscheinlich irgendein Problem im Motor gewesen, ja, von Lamborghini. Eieieiei. Das ist der Huracan vom Anfang. Der wollte flexen vor den 13 years old. Uiuiuiuiui, ist das unangenehm auch, Digga. Was war das denn jetzt hier gerade, Chat? Oh, Liberty Walk, Baby. Oh! Hängen geblieben. Und dann hat er auch einfach... Ey, Chat, wisst ihr, was stört? Mich stört's, wenn ich auf Stopp drücke und die Musik trotzdem weiterläuft. Ist es komisch? Eins, wenn es komisch ist. Das stört mich richtig gerade bei dem Video, Digga. Das fuckt mich richtig ab. Das irritiert mich auch. Verdammt nochmal. Was mache ich denn jetzt? Das wird ein ganz komisches Reaktionsvideo, wir ziehen durch, Chat, ja? Ich mache jetzt das Video an, aber leise. So, nächster Clip. Oh! Das ist ein Ferrari 3, F430. Geiles Auto. Der ist Schrott. That was a 360 Stradale, I believe. Okay. Listen to that mean sounding Hellcat, and once again it's time to deploy some speed. Oh. Klassisch, klassisch, Chat. Klassisches Ami-Auto, oder? Klassisches Ami-Auto, der Klassiker auf dem Car-Meet. Da muss es auch mindestens einen Mustang geben, der sowas veranstaltet. Sonst ist es auch kein Car-Meet in den USA. Whatever you do, kids, never go full Mustang. It's never a good idea. Gallardo, auch schönes Auto. Yeah.
And this is a Lamborghini Valentino Balboni edition. Very interesting car. And this guy is now like, buy a Lamborghini, they said. It will be fun, they said. Oh nein. But good thing there are people willing to help. Ist er gegen Randstein? Nee, oder? You know how it goes. You get carried away sometimes. Was war das denn jetzt? Sind die da gedriftet vor den Cops? Oh mein Gott, wir haben hier einen McLaren Senna GTR, glaube ich. Oder? Oder? Nee, ein P1 GTR. Ein McLaren P1 GTR haben wir hier. Der ist teuer. Ich hoffe, dass jetzt nicht allzu schlimme Sachen gleich passieren werden, Chat. Unloading a P1 GTR, I believe this is. The price of this car is around 3 million. 3 Millionen kostet er. What can go wrong, really? Just take it easy, no pressure. Just another day at the office. Careful, back it up. Oh, that crunchy sound. Oh! Und er zeigt auch noch einen Daumen. Das ist der Spediteur-Chat. Ich möchte ein großes F in den Chat haben für diesen Mann. Er denkt sich jetzt gerade, okay, das ist ein 3 Millionen Dollar Auto auf meiner Rampe. Ich habe gerade ein Knacksen gehört. Ich werde es einfach wegspielen. Was ist das Erste, was ich mache? Alles gut. Perfekt. Noch ein Stück. Weiter. Ist okay. Das passt so. Oh, und denkt die Chat, dass der Typ, der filmt, der Besitzer ist von dem Auto? Safe, oder? Das müsste der Besitzer sein. Eieieiei. That sounds like it's gonna be expensive. For sure. But anyways, let's see what is going on here. Aggressive Porsche-Fahrer, man kennt sie. Check your mirrors, mate. And glorified Beetle or not, I und er fährt weg, oder? I think they're the best supercar brand out there, for sure. From build quality to speed, everything is amazing. Just amazing. Let me know in the comments if you agree. Or even if you disagree, of course, let me know what I think about the Porsche as a brand. Wow, what happened here? I wasn't paying attention. Uiuiuiui, das sah tragisch aus. Was haben wir? Ein Mercedes SL? Oh yeah. Und ein Porsche. Digga, warum bauen da so viel Porsche-Unfälle, Chat? Würdet ihr nicht sagen, dass Porsche-Fahrer die besten Autofahrer der ganzen Welt sind und gut aussehen und auch hübsch sind und süß und attraktiv, charismatisch, sympathisch? Und auch meistens eigentlich keine Unfälle bauen, weil die einfach auch gute Autofahrer sind? Mich wundert es, dass wir noch keinen BMW gesehen haben in dem Video-Chat. Wundert euch das auch? Ah, nein, warte, Chat. Das liegt ja daran, dass BMW gar keinen Supercar hat. Das ist der Grund. Ich dachte mir schon, Bruder, wie kann es denn sein, dass sie keine BMWs sind? Aber BMW hat ja nicht mal Supercars, Chat. Oh Mann, das habe ich gerade auch irgendwie kurz vergessen, wirklich. Well, they make amazing supercars, if not 2 the best. Euro von Peter Hase auf Craig Hula. It is what it is. It is what it is, man. Baby. Lamborghini SV, glaube ich. Oh, an Aventador SV. Der rollt jetzt weg. Aber er hat's, okay, easy. Lol, wie entspannt er auch war. Jetzt erstmal nochmal ein bisschen Gas geben, um das Unangenehme wegzuspielen. Mustang-Klassiker. That was an old Mustang teaching the new Mustang how to hunt the crowds. Alter. He totally meant to do that. Glück gehabt. And now he's like, I'm gonna play along with it. Everything's under control, boys. Chat, würdet ihr sagen, dass der Typ aus dem Video eine bessere Reaktion macht als ich? Ich habe irgendwie Angst, dass er den besser findet als mich und ab sofort nur noch ihn guckt und nicht mehr mich. Dass er quasi mehr Platz einnimmt. Dass er euch klaut. Yo, bro. Oh Mann, Feuer! Your car is on fire. No, 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 that's just freedom coming out of my exhaust. That was, I don't know what the hell was that. Oh! Out. Oh! Was ist das, Chat? Pagani Huayra an die Scheibe gefahren. Oh mein Gott! Really, bro? Really? This is a Pagani Huayra. Uff, das war auch teuer, Digga.
Okay, hier kommt das klassische Winterauto, eine Corvette C06. Alter. Oh, that's gotta be the best pirate I have ever seen. He's now calling 911. Ach du Scheiße, Chad. If you know what I mean. Wie muss sich das anfühlen? And by the way, how the hell he thought that was a good idea? I don't know. Ist das belastend, Digga. I would like to know the answer to that. Oh, just listen to that. Illegale Straßenrennen, wir distanzieren uns. Beautiful symphony. Power. Was ist für ein Auto, Chat? Ein Ferrari? R8? Let's see here. One fun fact, that Lamborghini and the R8 from the previous video share the same engine, which is nice. Das war ein R8 gerade, glaube ich, ja. Got love tapped from behind. He got off that pickup truck. Oh, that's a lot of damage. That is a lot of damage. Dajte si ga na da dođe kod nas kao nov el podizači. But at least he's not running away, which is nice to see. Hey, yo, schon wieder einfach ein Porsche. Oh, Porsche, you got confused a little bit. That's not where you should be. That's not where you should be at all. Come on, come home, you're grounded. No more fuel for you in the next 7 days. You hear me? Oh, this guy had a rendezvous with a guardrail. A lot of GT3 RS in der Leitplanke drin, Chat. Alter. Oh mein Gott. Good cars, but drivers, some of the drivers are bad. That guy woke up, looked out of the window and said, yep, that's the perfect weather for my. Das ist kein Zufall mit den ganzen Porsche. Ja, ich denke auch, ja. Ferrari. I'm gonna take it for a spin. It's gonna be fun. And look at these two. Nothing to see here. Just pushing my Lamborghini Aventador. You know, first world problems. Oh no, it's a. Der wird so gegen die Laterne knallen, Chat. Another Mustang. Careful. He's looking for a prey. Stand still. Das kann, Chat, mittlerweile habe ich auch einfach das Gefühl, dass die ganzen Mustang-Fahrer das mit Absicht machen. Dass sie sich denken, okay, ich sitze jetzt in einem Mustang drin, da ist ein Typ mit einem Handy, der filmt mich. Ich muss jetzt, ich habe gar keine andere Wahl, als einen Unfall zu bauen. Das kann doch nicht sein, Digga. Bruder, vor allem, der ist ja jetzt nicht mal schnell gefahren oder gedriftet, der ist einfach random in irgendein Auto auf dem Parkplatz gefahren. You got away this time. Oh, geiles Auto, Chat. SVJ. Just listen to this, just listen to this. Alter. Ooh, baby. That is beautiful. The music for my ears. Oh, the police was like. What the fuck? Einfach Polizei am Driften gewesen. Beat him, join him. Ah, den Clip kenne ich. Den kenne ich. Oh boy, Mustang. So, und das ist jetzt der Moment. Er sieht im Rückspiegel. Oh fuck, da steht ein Typ mit dem Handy. Was mache ich jetzt? Okay, ich habe zwei Autos links. Ein Mensch vorne links. Wo kann ich jetzt reinfahren? Wo ist das nächstgelegenste Objekt, wo ich mein Auto reinfahren kann? But it sounds good, though. Ah, ja. Ja, hier links ist einer. Boom, und rein da. Unfassbar. Chat, wie findet ihr dieses Auto? Eins für cool, zwei für nicht cool. Alfa Romeo 4C heißt der, glaube ich. 4C ist es, glaube ich. Ihr sagt alle zwei? Ich finde den super cool. Vor allem, ich kannte mal einen, der hatte so ein Auto. Ich weiß nicht, ob der es immer noch hat. Und der hatte eine Auspuffanlage drunter. Und ich schwöre euch, Chat, das Ding hat sich angehört wie ein Ferrari. Wirklich. Wie ein Ferrari hat sich dieses Auto angehört. Are you free tonight? Chat, der oder GTI? Eins GTI, zwei der. Right there. Die sind, glaube ich, preislich relativ ähnlich. Oh no, another McLaren burning down. That is a sad sight. And the worst part about it. Okay. Help. Absolutely nothing. Uff.
Oh, Bugatti baut jetzt noch einen Unfall. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Das kann er nicht ernst meinen. Digga, da sind drei Leute hin, um ihm zu sagen, Bruder, du fährst gerade in diesen Lamborghini Aventador, was weiß ich, rein. Er bleibt stehen und denkt sich dann so, nö. Die troll ich jetzt mal. Die wissen ja nicht, dass das mein Lamborghini ist und dass das mein 12. Lamborghini ist. Was juckt mich denn da eine Schramme in der Seite? Das ist mein Winterauto. Da rolle ich jetzt mal ein bisschen rein, um die zu erschrecken. Geil. Okay, gutes Video. Ich hoffe, das Gequatsche hat nicht gestört. Und damit meine ich nicht mein Gequatsche, ja? Interessantes Video, gute Clips dabei gewesen, schönes Supercar-Fail-Video, bisschen durcheinander die Reaktion gewesen, aber trotzdem insgesamt ein ganz gutes Video gewesen zum Anschauen. Falls euch gefallen hat, lasst sehr gerne ein Abonnement auf diesem Kanal da. Und dann würde ich sagen, dass wir uns beim nächsten Video wiedersehen. Mein Name ist Mochi und ich hab dich lieb. Tschüss.